Ja, und herzlich willkommen zu der Dreadout-Demo. Ja, ich dachte mir, bevor ich das Hauptspiel spiele, spiele ich erstmal die Demo, um zu testen, ob ich mit dem Spiel überhaupt klarkomme. Ich habe das mal als Let's Play gesehen, aber das ist jetzt auch schon bestimmt 2 Jahre her. Und ja, ich dachte mir, ich spiele jetzt erstmal die Demo, weil das Hauptspiel ist schon krass, muss ich sagen. Ich habe zwar noch nie gespielt, ich habe es nur mir angesehen, aber trotzdem. Ja, ich glaube, bei den Settings ist eigentlich, ja, Sound ist in Ordnung. Ich glaube, hier ist auch alles in Ordnung. Wenn nicht, das kann man ja immer wieder umstellen. Huch, was war das denn gerade? Was war das denn? So, back. So, New Game. Ja, ich hatte schon mal angespielt. Ja, ich möchte das überschreiben. So, wie heiße ich denn? Ja, ich bin der Lars, wie ihr wisst. Und los geht's. Oh, Hilfe. Mein Headset muss ich jetzt nochmal richtig setzen. Oh, dieses Gebrumme, ey. Das macht mich wahnsinnig. Oh Gott. Es ist mega laut. So. Ach so, eh. Cool, cool. Ach du Scheiße. Oh mein Gott. Was zum Teufel? Oh jo. Ach du Scheiße. Oh mein Gott. Ich habe jetzt schon Angst, Leute. Okay, hier sind wir aufgewacht. So, ich gucke mich erstmal hier um. Okay, hier gibt's Wasser. Eine, ja, Matratze, wo man schlafen kann. Kann sie irgendwie schneller rennen oder so? Oh, ich habe keine Ahnung. Ich gehe erstmal hier raus. Okay. Okay, mit Maus und Tastatur. Das wird heftig. Oh. Ist es die Ira? Also aus dem Hauptspiel? Komm, machen wir mal ein schönes Foto. Hier rein. Vielleicht doch nicht. Ach du Scheiße, es geht los, Leute. Nein, ich möchte nicht. Oh Gott, diese Musik, dieser Sound. Ach, oh Gott. Ein kleines Foto. Oh, der Sound ist echt laut, muss ich sagen. Ach du Scheiße. Also ich habe das noch nie selber gespielt, die Demo auch noch nie. Möchte ich da lang? Okay.
Hat das irgendwas zu bedeuten? Ich weiß es nicht. Oh, Leute, ich möchte hier weg. Oh, ich hab mal Gänsehaut. Wow. Bin ich überhaupt hier richtig? Hallo? Okay. Ja, super. Wo soll man denn lang? Es gibt zwei Wege. Oh, Leute. Ach du Scheiße. Wow. Oh, ich weine gleich. Also, nein, Spaß. Stimmt, daran kann ich mich erinnern. Stimmt, das Licht. Stimmt, stimmt. Oh, genau. Je öfter man stirbt, desto mehr entfernt sich das Licht. Ey, das ist so mies dann. Ich will mal hoffen, dass ich dann nicht sterbe. Also so oft. Sterben werde ich definitiv, aber bitte nicht so oft. Ja. Okay. Na los. Na komm schon. Wow, das dauert ja ewig. Obwohl ich nur einmal gestorben bin. Ja, na schön. Okay. Wo fange ich jetzt wieder an? Hey, wo bin ich? Was? Naja, egal. So weit entfernt war das ja nicht. Hey, das war richtig fies, ey. Also den Weg gehe ich definitiv nicht nochmal lang. Dann gehe ich lieber rechts runter. Ey, das war... Nee. Leute. Also wenn ich mich schon super erschrecke vor dieser Demo, ne? Dann will ich gar nicht wissen, wie es wird, wenn ich das Hauptspiel spiele. Oh, na super. Jetzt ist diese Olle wieder da. Nein. Ey, Leute, ich komme immer näher dran. So. Spielplatz? Spielplatz? Oh, ist da jemand? Oh, da ist jemand. Ist das diese Alte da? Ja, ich glaube schon. So, schönes Foto gemacht. Und jetzt schnell weg mit der Kamerasicht. Das gefällt mir nicht. Ja. Wo muss ich jetzt überhaupt lang? Es ist sehr, sehr dunkel, muss ich sagen. Gibt es denn hier irgendwo eine Tür? Hä? Huch? Boah, Leute, ich sehe nichts. Wo muss ich lang? Das Licht? Da ist auf jeden Fall Licht. Hä? Ey, Leute, es ist mega dunkel. Okay.
Jetzt ist sie komischerweise verschwunden. Boah, Leute, ich hab Gänsehaut. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Das könnt ihr euch echt nicht vorstellen. Es sei denn, ihr habt schon mal gespielt, wo ich auch von ausgehe. Oh. Stimmt, wie war das? Irgendwas Verborgenes heißt das doch. Oder? Was war das nochmal? Das Geräusch hat mir nicht gefallen. Warte mal, da war doch... Okay. Da ist wohl irgendjemand drin. Warte mal. Hier war doch... Warte. Aha. Okay. Keine Ahnung, was das heißt. Ja. Oh, dieses. Oh, wie nennt man das nochmal? Dieses. Nicht Glockenspiel. Irgendwie. Warte mal. Oh, Leute. Hier war doch irgendwo. Oh! Alter! Kannst mich mal. Kann man hier irgendwas öffnen? Was haben wir denn hier Schönes? Ja, sehr interessant. Okay, da ist eine Tür. Die geht wahrscheinlich nicht auf. Boah, das Spiel, ey. Das macht mich echt fertig. So, wie war das? Ich hab mal... Ich weiß nicht mehr, welches Let's Play das war. Ich meine, das war von Trash Tasmani. Entweder ist sie da lang gegangen und dann kam irgendwie so eine Motte und die hat einem nicht mehr in Ruhe gelassen. Oder das war der Weg, wo die Motte kam, aber ich weiß es leider nicht mehr. Okay, hier geht's gar nicht lang. Hier geht es ja gar nicht lang. Okay, aber da kann man doch eigentlich durch, oder nicht? Nein, ich werde nicht mit der Kamera gucken. Nachher erschrecke ich mich wieder. So. Kann ich das hier öffnen? Ich glaube nicht, oder? Ey, mit Maus und Tastatur, das ist sehr gewöhnungsbedürftig, muss ich sagen. Hört ihr das? Hier ist irgendwo eine Motte. Nee, da möchte ich nicht lang. Dann bleibt die ganze Zeit stehen und da habe ich echt keinen Bock drauf. Oh, jetzt, Leute, boah, komisch, ne? Ach so, hier lang. Ach so. Oh je. Nein, ich gehe erstmal nach oben. Nach oben gehen, das ist immer gut. Es sei denn, da kommt was Furchtbares. Ich erwarte auch was Furchtbares. Das könnt ihr mir mal... War da gerade jemand? Möchte ich hier lang? Oder möchte ich da lang? Oh, Leute. Leute. Ich folge dem Gang einfach mal. Okay, da ist eine Matratze. Eine Matratze. Ja, schön, ne? Haben wir es richtig gemütlich da. Wow. Sind das Haare? Kann ich hier rein? Mit E zum Beispiel? Nö, ich kann da nicht rein. Hä? Wieso nicht? Oh, Leute, ich hab Gänsehaut. Möchte ich hier rein? Eigentlich nicht, aber ich guck einfach mal. Ach ja. Ein Klo. Sehr schön. Dann werde ich doch mal sagen, gehe ich hier mal lang.
Oder? Will ich hier lang? Ich muss es wahrscheinlich. Oh je. Eine Katze. Was? Was? Eine Katze? Okay, das kann man nicht öffnen. Eine Katze? Okay. Ja, und jetzt? Soll ich ein Foto von dir machen? Hallo Kätzchen! Kätzchen! Hä? Hä? Wo ist die hin? Ach so, da ist die. Ja, soll ich das jetzt hier öffnen? Ach so, das kann man öffnen. Ja. Mhm. Ja. Was willst du? Boah, die Katze, wie die mich anguckt. Als ob die mich direkt angreifen würde. Ja, okay. Was ist denn jetzt hier? Ey. Ja gut, was soll ich hier? Sollte ich das jetzt nur für die Katze öffnen oder wie war das jetzt? Also, huch. Sicht manchmal. Ja gut, was soll ich jetzt hier? Ich habe keine Ahnung. Nee, ich möchte das nicht wieder zumachen. Boah. Ich mag Katzen über alles, ne? Aber die da... Ey, jetzt verfolgt die mich auch noch. Und ich würde wirklich gerne wissen, wie man rennt. Hätte ich mich mal vor... Okay, mir ist gerade was runtergefallen. Hab ich mich erschrocken. So, nein, da runter gehe ich nicht. Ich glaube, ich würde dann mal nochmal hier lang, oder? Ich weiß es ja nicht. Oh, Leute. Was willst du von mir? Nee, die verfolgt mich. Das will ich nicht. Kann ich hier rein? Ach so, habe ich eben schon probiert. Kann ich eventuell hier rein? Nein, auch nicht. Aber hier war ich doch schon. Hier war ich doch schon. Aber hier kann ich nicht rein. Hier kann ich nicht rein. Oh, Leute. Foto machen. Oh je. Ich finde die Demo schon ein bisschen heftig, muss ich sagen. Ich meine, ich spiele jetzt noch nicht lange. Ach gut, ja, schon fast 20 Minuten. Ah, Leute, ich glaube, ich muss doch nochmal nach unten. Man muss ja sagen, das Spiel hat nicht die beste Grafik, wie man sieht. Aber von den Schockmomenten... Boah. So, ist die Katze jetzt oben? Ja, anscheinend. Anscheinend ist sie oben. So, was haben wir hier? Ein Wartezimmer oder was das auch ist? Ach so. Da ist die Kiste hinter... die Kiste, die Kommode. Kann man hier raus? Verdammt, ich brauche einen Schlüssel. Ich brauche einen Schlüssel. Aber irgendwie... Irgendwie finde ich keinen Schlüssel. Schade. Hallo, Linda? Linda, du hast festgesteckt. Passiert irgendwas, wenn ich dagegen gehe? Nein. Oh, jetzt muss ich... Was? Ich muss da auch noch rein. Ist doch nicht euer Ernst. Ein Auto. Ein Auto. Können wir bitte hier wegfahren? Ja, aber was will ich denn jetzt hier? Irgendwo muss doch ein Schlüssel sein.
weiß nicht. Muss ich dann vielleicht doch hier lang? Ich habe echt keine Ahnung. Und ich habe echt keine Ahnung, wie oft ich das sage, ne? Wie man hier speichert. Ich weiß nicht, ob das automatisch speichert. Ja, wenn ich jetzt da lang gehe, dann kommt diese Motte und da habe ich echt keinen Bock drauf. Wie kann man denn speichern? Okay. Okay, die kann man nicht öffnen. Kann man die denn eventuell öffnen? Oh nee, ich will die nicht öffnen. Aber ich muss es tun. Aber ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Dann geht's mit der Dread-Out-Demo weiter. Ja, wir sehen uns dann. Bis dann, Leute. Ciao.